Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca. Vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Vito, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze raren, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander, Scheiße, und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Und damit willkommen zu Let's Play Mafia 2. Die alte Heimat. 1943. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjägerdivision. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Okay, Scaletta. Schalt ihn aus. So, da sind wir also und können jetzt selber Hand anlegen an das Ganze. Und unsere erste Tat besteht also darin, den guten Mann da auszuschalten. Was uns auch gut gelungen ist. Und jetzt nehmen wir noch den da mit und den da. Und der da fliegt auch hin. So. Ich spiele das Ganze übrigens mit Gamepad, was man ja auch schon unten sieht, so in den Untertiteln teilweise. Scheiße! Oh! Hier raus, Scheiße! Das Spiel, wie man sieht, ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, das kam zeitgleich mit GTA 4 raus, so in etwa. Also hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und wir müssen jetzt hier erstmal hochklettern. Komme ich. Alles gut. Hier ist kein Durchkommen. So, dann durch, oder was? Oh. Perfekt. Ja,
Wenn du eine Handgranate hast, Skeletor, der ist jetzt scheiß angebracht. Ja, hab ich dabei, sehr gut. Glaube ich. Ah, ja. Handgranate ins Fenster. Und tschüss. Scheiße! Feuerwehr! Hey, Skeletor! Noch alles dran an dir? Sieht so aus. Dann kriegt er einen Arschhoch. Wir müssen weiter. Ich sag mal so, das Wichtigste ist dran, ne? So viel Munition wie möglich. Ist so. Vielleicht unsere letzte Chance. Scheiße! Seht euch das an! Erstmal hier alles mitnehmen. Und viele haben es von euch sicherlich schon gespielt. Ich auch. Schon dreimal oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mehrmals. Es liegt bei mir so in der Natur, wenn ich mir was kaufe, da muss ich das gleich mehrmals spielen. Auf der Treppe! Da, ihr Spaghetti-Fresser! Oh, was denn? Ich knall euch ab, meine Bande! Da oben ist noch einer. So. Die Gefangenen haben sie wohl oben. Das kann gut sein, lieber Kollege. Säubert den zweiten Stock. Skeletor, du gehst voraus. Ich bin dabei und schon unterwegs. Ich bin hinter dir, Mann. Vor den Arsch geschossen. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Oh, oh, oh. Okay. Da habe ich doch zwei Schüsse genau durch seinen Helm geschossen eigentlich. Aber gut. Ich möchte mal nicht meckern. Die Tür, Skeletor. Tritt sie ein. Ach, jetzt darf ich mal treten. Das ist aber sehr schön. Arrenditi, o gli faccio saltare il cervello. Tu das nicht, mein Freund. Wow. Ich habe aber nicht geschossen jetzt. Wer war denn das? Tja, wer weiß. Bestimmt unser Captain. Der Captain. Schein geht's hier entlang. Los. Ach, du Heilige. Ach, Scheiße. Ich kann mich noch gut an diese Szene erinnern. Hier bin ich auch ab und zu mal gestorben, weil die ganzen Leute hier ziemlich genervt haben. Ihr sollt recht sein, Arschloch. Na, jetzt lass mich doch mal hier wieder rein, du Affe. Den blöden Bots immer. Und hier wird auch in dem Spiel nicht mit schlechten Worten oder sowas gespart. Also, hier kommen auch mal böse Wörter. Keine bösen Wörter. Also, was wie Arschloch oder was? Ist ja heutzutage ganz normal, ne? Das hört man ja hier an jeder Ecke. Gute Idee, der Balkon. Los, schnell wieder rein. Okay. Wo zum Teufel steckst du? Du musst dich, glaube ich, anders entgehen, ne? Und ran. Oh, ich bin vielleicht tot, ey. So nicht. Lass mal ein bisschen was in die Luft springen. Aua, aua, aua. Mach ich. Aber ich muss auch die Männer töten hier. Du benutzt ja gar nicht, geil. Komm. Geh kaputt. Du olle Karre. Scheiße, die haben Artillerie. Skeletor, rein mit dir. Hast du rein? Nö. Spaller lieber noch ein bisschen. Ah, endlich. Oh. Oh mein Gott. No! Mamma ammazzare tutti che degaggiuano. Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ti troverò! Non sparate, becciotti! Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare! Ma è davvero Don Calò? Quello è finito! Cacetto, un congè quando siamo arretati come cucini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci arrendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Carlo, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte.
Kapitel 2 Trautes Heim. 2 Jahre später, 1945. Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. So, erstmal quatschen mit dem guten Freund. Da kann ich leider nicht viel dazwischen quatschen. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Toni Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter. Wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf den Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Callow. Ohne Scheiß? Don Callow? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiose. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Salute. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keiner, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Und da sind wir auch schon zu Hause. Da sind wir. Der Rest ist für Sie. Ach, schön.
Schöne Musik. Ja, wir haben auch ein Radar auf jeden Fall. Wie läuft's denn so, Soldat? Besser, seit ich wieder da bin. Auf Urlaub oder für immer? Das ist geheim. Also, was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel. Alles sehnt sich nach Frieden. Das heißt, das ist der kälteste Winter aller Zeiten. Hätte gern bessere Neuigkeiten. Tja, so ja, ist es leider nun mal. Nicht. Also, man sieht sich. Wie ist die Tage, mein Freund? So, ich lauf mal ein bisschen langsam, ein bisschen seriös hier durchlaufen. Verzieh dich endlich! Hä? Kenn ich dich nicht irgendwo her? Ich hab dich doch gerade in der Bar gesehen. Ist das nicht die? Vom Gesicht her ähneln die sich schon, ne? Was? Oma? Bist du's? Hallo, Mrs. Vito? Du bist es! Und gut siehst du aus in dieser Uniform. Deine Mutter ist sicher sehr stolz auf dich. Und was ist mit dem armen Salvatore Montemaggiore? Wie geht's dem? Seine arme Mutter wartet schon seit über einer Woche auf ihn. Sal ist bei der Navy. Ich bin bei der Army. Andere Baustelle. Wieso kommst du nicht auf ein Tässchen Tee herein, Vito? Dann kannst du mir alles erzählen. Danke, aber ich hab's eilig. Ich bin gerade erst zurück und möchte gleich zu Mama und Francesca. So ein hübsches Ding, diese Francesca. Ein Wunder, dass ich sie noch nicht. Ich geh da mal lieber. Naja, grüß deine Mama schön von mir. Komische Oma, die uns gerade jetzt nochmal entgegenkommt. Ja, hier, es ist wie gesagt ein älteres Spiel, ne? Und die ganzen Models, die ja, sind natürlich kopiert teilweise. Aber auf jeden Fall sehr lebendig hier gemacht, muss ich mal so schon sagen. Für damalige Verhältnisse nicht schlecht. Ich wollte das Spiel halt nochmal let's playen, bevor es dann doch zu alt wird. Denn grafisch ist es ja eigentlich noch ganz annehmbar. Oh, was ist denn hier? Vito, bist du das? Hey, Mr. Manera. Das ist jetzt fertig. Weißt ja, wie es ist. Der Laden wirft nichts mehr ab. Wow, das tut mir leid. Du bist ja nicht schuld am Krieg, Vito. Wer weiß, vielleicht mache ich ja wieder auf, wenn er vorbei ist. Tja, viel Glück jedenfalls. Ja, danke, mein Junge. Kein Ding, kein Ding. Bist du einsam, kleiner Soldat? Was willst du denn? Diese notgeilen Frauen hier in dem Spiel, ne? Ich hab dir nichts getan. Hä? Ja, was ist denn los? Das sind dann die, die dir irgendwas anhängen, weißt du, wo du dann vor Gericht sitzt und dich da irgendwie... Oh, das ging jetzt fast ins Auge. Oder streiten sich welche, glaube ich. Und in die Tür müssen wir auch reingehen. Ja, schön ist das Haus nicht. Aber er hatte ja schon gesagt, sie hatten nicht viel Geld. Beziehungsweise haben nicht viel Geld. So, und jetzt müssen wir nochmal gucken, in welches Stockwerk wir überhaupt müssen. Aber laut der Karte auf jeden Fall erstmal hoch. Hey. Haha. Ach nee, die Muschis. Mom, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedachte, ich dich nie wiedersehen. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito. Hey, Franny, wie geht's? Gewartet. Oh. Komm her. Ich bin so froh. Setz dich, setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppe di pollo. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedici, Signore, questo cibo, che per la tua bontà stiamo per prendere. Credi anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Ja, genau. Amen.
Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir ein Bett gemacht. Das ist aber lieb, Mama. Und wo? Ist das hier? Hier? Zufällig? Ach, die hat sich noch hingesetzt. Okay. Willst du mir noch was sagen? Und wie ist es euch ergangen? Franny, was machst du so? Ich habe einen netten kleinen Bürojob, der uns einigermaßen über die Runden bringt. Und ich bin dabei, Papas Schulden abzuzahlen. Francesca, wir jetzt nicht darüber reden. Okay, da gehe ich mal pennen, ne? Oh, könnte ich ja wieder schließen eigentlich. Ah ja, Tür schließen, da steht's. Soll ja keiner sehen hier, wie ich mich nackig mache. Ach, guck mal. Ist ja alles noch richtig Kinderzimmer sozusagen. Irgendwelche Baseball-Helden hier. Gibt's hier irgendwas im Schrank? Nee, da kann ich noch nicht ran. Und zwei Betten. Hm. Okay. Wie kann ich mich da jetzt schlafen legen? Ach, da unten steht's ja. Ins Bett legen. Aber Freunde, wir machen dann weiter in der nächsten Folge. Ich lege mich währenddessen mal zu Bett. Und cutte dann, so dass dann die zweite Folge entsteht. Und zwar morgen 15 Uhr. Bis dahin. Tschüss.